willkommen zu Fitorial und Tag 21 unserer Challenge. Und heute fackeln wir wieder gar nicht lange. Wir machen ein Advanced Workout. Du suchst dir deine Option aus. Das Level, wo du vielleicht mittlerweile angekommen bist oder wo deine Tagesform dir heute diktiert, das soll es sein. Und im Anschluss nochmal so eine kleine Stretching-Session. Klingt gut? Das klingt super. Es ist schön warm. Das ist etwas, was mir liegt. Da sind nämlich die Muskeln direkt auch warm. Ich hab Bock, lass loslegen. Okay. Get ready for Fitorial 5. Squats in 3, 2, 1, go. Und wir werden super oft gefragt, warum wir hier gar nicht bis ganz unten gehen, warum wir den Po nicht viel tiefer sinken lassen. Und wir machen das, um einfach sauber in der Technik zu bleiben. Ja, wenn die Bewegung so schnell ist wie gerade, fängt man schon mal an zu schludern. Dann geht man oben in die Einrastung des Gelenks. Und deswegen, das wollen wir vermeiden. Aber jeder, der sich zutraut und super sauber ist oder vielleicht langsamer arbeitet, kann natürlich, genau, auch viel tiefer gehen. 3, 2, 1. Und hier gerne wieder auf den Füßen starten und dann schauen, wann der Punkt gekommen ist, vielleicht die Knie abzusetzen oder auch nicht. Auch wenn es nur einer ist. Einer auf den Füßen ist mehr als keiner. Die Leute mal ein bisschen die Musik genießen lassen, ne? Die sie so lieben und feiern. Exakt. Eine gute Paddler. Arme, Beine, beides. Schwimmen in einem Meer voll Gras. Ich kann es nicht oft genug sagen. Po fest, Länge von den Fingern bis in die Zehen. Bewegung aus der Hüfte hoch. Blick Richtung Matte. Atmung fließen. Oh, so angenehm, die Brise gerade. Finger nimmt nichts mehr wahr bei seiner Hassübung. Oh, geil. Durchgezogen. Yay. Aber es geht nur, ich kann aber nicht reden. Ich muss da voll im Kopf. Bei mir ist im Kopf Krieg. Direkt von Anfang an checken, Po schön sinken lassen, in eine Linie mit der Schulter, Po anspannen, Bauch anspannen, genau. Der Push in die Fersen, Kniescheiben nochmal ransaugen und dann müsstest du die maximale Spannung im Körper haben. Perfekt für die Plank. Boah, ich merke gerade, wie wir besser werden. Also, ja, ne? Also, das ist Wahnsinn. So, in den ersten Tagen. Denkt man so, boah, jetzt ist Halftime, ja. Kann nicht sein, oder? Jetzt. Und jetzt ist schon los, richtig gut. Schon vorbei. 3, 2, 1. Prepare for core belly. Ellbogen weit, Kinn sanft ranziehen, Bauchnabel einsaugen. Und wenn du merkst, mit den Füßen in der Luft wird das zu instabil,
denk dran, die Füße auch jederzeit am Boden aufstellen. Gerne auch nochmal die Atmung nutzen. Atme aus, wenn du hochcrunchst. Ein auf den Weg nach unten. Muskeln optimal mit Sauerstoff versorgen. Sehr gut. Okay. Aber wie angekündigt, das war es noch nicht. Nee. Wir stretchen ein bisschen. Ihr macht jetzt nochmal quasi auf den Anfang des Videos. Dann macht ihr nochmal ein Tutorial 5, wenn ihr Bock habt. Ansonsten dürft ihr jetzt eine Runde mit uns stretchen. Genau. Wir starten erstmal am Stand. Und eine Dehnung, die kennt ihr schon. Das ist einmal für die Oberschenkelvorderseite. Im Stand sollen wir es wieder unterstützen. Ja, und das kann ich gar nicht. Achso, wenn der eine Fuß nicht geht. Ja, muss ich mal gucken. Bin ja wieder ein bisschen verletzt. Er hat es wieder geschafft. Knie an Knie, Po anspannen, Hüfte dadurch ein bisschen vorschieben und schön die Dehnung einmal vorne über den Oberschenkel genießen. Lösen und wechseln. Sag Bescheid, wenn nicht. Nee, jetzt sind wir auf Achso, du hast schon schlauerweise mit dem anderen Bein angefangen. Den kritischen Fuß haben wir schon. Sehr gut. Ich bin einfach direkt schon in die Reha gegangen, bevor die Schwellung ganz weg war. Ja, ich habe mit meinem Physio gesprochen. Keinerlei starken Blutergüsse im Fußgelenk. Dann wird es nur eine Dehnung gewesen sein, keine Risse. Gut. Kühlen, hochlegen und dann, ganz wichtig, sobald es wieder geht, belasten und wieder hier Stabilitätsübungen machen. Nicht schonen. Body Balance. Body Balance zum Beispiel. Was machen wir jetzt? Jetzt dehnen wir die Beinrückseite. Mhm. Ja. Auch im Stand machen wir das. Stehst hüftweit, bringst einen Fuß vor. Mhm. Und dann schiebst du den Po zurück und du stützt dich auf dem gebeugten Bein ab. Und deine Brust bleibt stolz, sodass die Wirbelsäule schön lang sein kann. Ja. Und dann müsstest du den Zug einmal hier spüren. Und je mehr du die Zehen ranziehst Richtung Schienbein, desto stärker wird die Dehnung in der Beinrückseite. Ich spüre die schon sehr gut. Das ist mein nächstes großes Projekt. Die Beinrückseite mal richtig in Angriff nehmen. Ich möchte noch viel, viel besser an meinen Fuß rankommen. Das ist meine volle Unterstützung. Das ist sehr lieb von dir. Das ist für ihn mehr eine Drohung. Seitenwechsel. Na, wieder schön auf dem gebeugten Bein stützen. Na, das kann mein Fußgelenk noch nicht so gut. Zieh die Brust einmal vor. Ja. Ja, nichts erzwingen, was nicht geht. Erzwingen, alles klar. Ich bin dabei. Und löse. Und dann machen wir noch mal ein bisschen was für die Brustöffnung. Das haben wir auch schon mal kennengelernt. Also einmal auf Schulterhöhe bzw. Brusthöhe zurück. Die Gräser einmal tief einatmen. Genau. Allergiker lieben diese Jahreszeit. Und dann die Daumen einmal zurück. Muss ich das auch machen, oder? Ja. Okay. So. Als ob deine Daumen sich hinter dir treffen wollten, damit du schön wieder die Öffnung einmal komplett über die Brust spüren kannst. Boah, das ist so, ich kann es gar nicht wiederholen, so sehr wiederholen, wie wichtig diese Übung ist. Gerade für alle Vielsitzer, Schreibtischtäter. Dieses, das nach vorne zusammenfallen der Brust, das erzeugt häufig ganz viel Spannungen hier im Hinten, im oberen Rückenbereich. Das zieht dann in den Nacken. Ich kriege davon dann meine Halswirbelsäulenprobleme. Und das hier ist eine der, es sind viele Sachen, die man machen muss, aber es ist eine der Lösungen, ist das hier. Ja. Einfach auch wirklich mal, wer Probleme gerade mit Sitzen und mit dem Rücken hat, sich daran erinnern, viel gesessen, alles klar. Aufstehen. Und das Ding ist,
das bringt nichts, wenn du das nur so 10 Sekunden machst. Ja. Weil wenn du vorher 4 Stunden gesessen hast... Die 10 Sekunden gleichen das nicht aus. Mhm. Ne, so 4 Stunden, 10 Sekunden. Deswegen mache ich das gerade nochmal, während du weiter erzählst, was du als nächstes machst. Oder auch innerhalb dieser 4 Stunden vielleicht ein paar Mal irgendwie 20 Sekunden. Das hilft mir auch schon. Du hast recht, die 4 Stunden schon gar nicht zulassen. Ja, eben. Ja. Okay, dann machen wir nochmal ein bisschen Katze-Kuh. Oh, auch sehr gut für meinen Rücken. Ein bisschen Mobilisierung der Wirbelsäule auch. Also einmal schön runden, als ob du den Bauchnabel wirklich Richtung Decke oder in unserem Fall Himmel schieben würdest. Und dann das Gegenteil. Brust und Blick zum Himmel. Runde dich nochmal. Nimm mal einen tiefen Einatemzug. Und wenn du wieder in die Kuh kommst, dein Steißbein zur Decke hebst, atme aus und werde rund. Und dann noch ein letztes Mal. Und dann bringen wir noch mal Länge in den ganzen Körper, indem wir einfach in die Rückenlage kommen. Das ist gut. Und uns liegend wirklich einfach mal nur auseinanderziehen. Das tut nämlich auch so gut und man macht es so selten. Obwohl, manchmal machen wir das morgens im Bett, oder? Ich mache das ständig. Sehr gut. Hol mich in 2 Stunden hier ab. Mit der Sonne ist das so nice, ja. Oder? Hey, wieso ist euer schon neuester fast wie Urlaub. Wieso ist euer neuester Urlaub 2 Stunden lang? Letzten 1,5 Stunden nur auf dem Rücken gelegen. Yep. Und dann haben wir einmal wieder ein bisschen Länge in den Körper gebracht. Nach der Anstrengung von unserem Advanced Workout. Ich würde mal gern jetzt die Zuschauer fragen, die natürlich alle die letzten 21 Tage fleißig mitgemacht haben, gerne in die Kommentare schreiben, spürt ihr schon eine Veränderung? Ja. Was ich eben empfunden habe beim Workout, habt ihr das auch schon, dass ihr das Gefühl habt, krass, es wird besser, es geht einfacher von der Hand. Vielleicht noch andere, ich will euch eigentlich gar nicht so viele Wörter in den Mund legen. Aber das wäre echt mal interessant für uns. Das würde ich gerne wissen, weil dass ich das immer alles so spüre, ist ja schön. Noch schöner wäre es, wenn ihr das auch so spürt. Deswegen einfach mal kleines Feedback geben. Oder schreibt auch gerne, wenn ihr gar nichts Tolles spürt, dann überlegen wir uns, wie wir es besser machen. Genau. Bis morgen. Ciao.